Wenn man mich so fragt und damit meinen, ob ich mich in Zeitz wohlfühle, mit Menschen klarkomme, gerne hier bin, gerne wiederkomme und gerne hier in Zeitz arbeite, ja, ich bin Zeitz. Mein Name ist Carsten Briedemann, ich bin 50 Jahre alt, bin verheiratet, habe ein Kind und wohne im nördlichen Saalekreis in einer kleinen Gemeinde namens Petersberg. Arbeite beim Deutschen Gewerkschaftsbund Halle-Dessau, das umfasst die Region von Wittenberg bis nach Zeitz, Sangerhausen-Dessau, das ist die gesamte Region. Und zurzeit bin ich Vorsitzender der Beschäftigungsinitiative Pakt für Arbeit Zeitz. Also Zeitz ist im Burgenlandkreis und ich bin eigentlich gebürtiger Burgenlandkreiser, wenn man das so sagen darf. Ich bin in Eckersberger aufgewachsen, das ist zwar knapp 40, 50 Kilometer von hier entfernt, aber letztendlich ist das ja meine Heimat. Und immer wenn ich jetzt hierher fahre nach Zeitz, ist es ein Stück Heimat. Obwohl die Entfernung Zeitz-Halle und Zeitz-Eckersberger fast ähnlich ist, trotzdem ist das mein Ursprung und ich bin eigentlich gerne hier und meine erste Zeit oder meine erste Erfahrung, die ich mit Zeitz haben durfte, war, ich musste in die Lehre fahren nach Meuselwitz. Und das war damals 83 fast unmöglich, mit dem Zug und dem Bus dahin zu kommen. Und da bin ich mit dem Moped dahin gefahren, mit so einem S50. Und da bin ich immer durch Zeitz gefahren. Das war für mich eine riesige Stadt. Das war die erste Erfahrung, die ich hatte. Später dann war ich im Jugendbereich tätig, hatte ich dann mit den Jugendeinrichtungen hier zu tun. Habe dann Zeitz näher kennengelernt, gerade in dem Bereich Jugendclubarbeit, was nach der Wende war. Konnte da viel erreichen. Ich war da Kontaktstellenleiter für den Aufbau und Ausbau der freien Träger der Jugendhilfe, so hieß das richtig. Und dann bin ich zum Deutschen Gewerkschaftsbund gekommen, seit 93 arbeite ich dort und da ist mein unmittelbarer Schwerpunkt Zeitz. Dort arbeite ich in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Ja, es gibt einige Lieblingsorte. Also ich mag unheimlich das Franziskanerkloster. Da war ich schon viermal jetzt mittlerweile, habe es mir viermal anschauen dürfen. Und was ich wirklich gut finde, das ist, wie die Innenstadt gestaltet wird. Jetzt der Markt, der Neumarkt, der Rossmarkt. Das ist wirklich schön geworden. Es lohnt sich, da hinzugehen, sich das anzuschauen. Und wenn man schon so hinter so einem Bild sitzt, muss man auch sagen, also ich bin gerne in den Betrieben, wenn man sieht, was da so geschaffen wurde, gerade bei Zeitzer Guss, wenn dann das Feuer so sprüht. Oder wenn man woanders ist, im Zuckerwerk, Südzucker, wenn die Rübenkampagne ist, das sind schon Sachen, wo man sagt, da ist man gerne, dann sieht man, da bewegt sich was. Ich wünsche mir für Zeitz eigentlich nur ein bisschen mehr Optimismus, das wünsche ich mir. Also dieses nach außen Tragen von Zufriedenheit wäre für mich ein Punkt, wo ich sage, das hat noch einen Nachholbedarf, weil ich schaue ja als Nicht-Zeitzer, also ich wohne ja nun nicht in Zeitz, etwas so mit der Vogelperspektive auf Zeitz. Ich bin auch, glaube ich, einer der wenigen Hallenser oder Saalekreiser, die Zeitzer Zeitung lesen. Ich habe die jeden früh auf dem Tisch, die Zeitzer Zeitung. Schauen wir mal an, was da so geschrieben wird von den Redakteuren der Mitteldeutschen Zeitung. Und muss sagen, es fehlt mir ein bisschen Optimismus. Andere Regionen würden sich nicht selber die zwei Buchstaben ZZ ans Revier heften. Die würden sagen, es geht vorwärts, irgendwas hat sich getan. Das machen die Zeitzer aus meiner Sicht etwas zu wenig.